Hallo, der Titel dieses Vortrages ist Kritisches Weißsein in der Gebärdensprachgemeinschaft. Kritisches Weißsein ist ein hochaktuelles und äußerst wichtiges Konzept, eingebracht von der Black Lives Matter-Bewegung, die in den USA schon lange aktiv ist. Ich werde zunächst auf dieses Konzept eingehen. Dazu sehen wir uns ein Schaubild an. Sie sehen dort den englischen Ausdruck für kritisches Weißsein, nämlich Critical Whiteness. Die zwei schwarz umrissenen Köpfe Bild sollen symbolisieren, dass dieses in den 1990ern in den USA aufgekommene Forschungsfeld sich weiße Menschen zum Forschungsgegenstand nimmt. In Deutschland findet er erst seit 10 Jahren Verwendung und betrachtet Weißsein aus historischer, kultureller, gesellschaftlicher und rassismuskritischer Perspektive. Um in die Critical Whiteness Studies einzuführen, stelle ich zunächst die Frage, was Weißsein überhaupt ist und wer als weiß bezeichnet wird. Außerdem lege ich dar, was es mit dem in Deutschland schwer fassbaren Begriff Privilegien auf sich hat. Was ist Weißsein? Wer ist weiß? Elena Marmer sagt, Rassismus wurde von Weißen für Weiße erfunden und sei von daher ein weißes Problem. Das soll jetzt nicht als Vorwurf verstanden werden, sondern als die Grundlage hegemonialen westlichen Wissens- und Kulturproduktion sowie als Basis gesellschaftlicher Diskurse weit über Europa hinaus, auch in den ehemaligen Kolonien. Nun kommen wir zu den nächsten Punkten. Postkolonialismus, was so heißt wie Nachkolonialismus, Weißsein als gesellschaftliche Norm und als Privileg. Der Postkolonialismus bezieht sich auf die Zeit, die auf den Kolonialismus folgt. Die abgebildete Landkarte bezieht sich auf den Kolonialismus. Als Kolonialmächte sind dort unter anderem aufgelistet Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Vom 15. bis zum 19. Jahrhundert herrschten europäische Mächte über 84% der Welt. Wir sehen hier, dass Deutschland vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, beispielsweise in Namibia, aktiv war. Ihre Kolonialpolitik bedeutete Zerstörung, Vertreibung, Unterdrückung, Vernichtung, Zwangsarbeit, Raub und Versklavung. Auf dieser zeitgenössischen Grafik sehen Sie weiße Menschen in den Kolonien, in herrschaftlicher Ausstattung und in machtdemonstrierenden Posen. Im Gegensatz dazu sehen Sie einen unterworfenen und gefesselten schwarzen Sklaven. Die Weißen, die lediglich durch ihre Hautfarbe ihren überlegenen Platz in der gesellschaftlichen Norm einnehmen, befinden sich auf Augenhöhe miteinander, jedoch nicht mit dem Sklaven. Eben darin besteht nach Quilomba die Unsichtbarkeit des eigenen Weißseins. Es versteht sich also von selbst, dass die eigene Hautfarbe weiße Personen im herrschenden Bereich einer normativen Hierarchie ansiedelt,
ohne jegliches eigenes Zutun. Daher entgeht die eigene Hautfarbe in diesem Zusammenhang der eigenen Reflexion. Ist die weiße Hautfarbe erst als die normale gesetzt, werden davon abweichende im Folge als anders gesehen. Unsicherheit, Schwächen, Ängste werden auf sie übertragen. Nun kommen wir zum Weißsein als Privileg. Sie sehen also, Weißsein, eine weiße gesellschaftliche Norm und weiße Privilegien bedingen einander. Sie finden als Gebärde für Privilegien neben derjenigen, die ich benutze, auch diese. Die Gebärde aus der amerikanischen Gebärdensprache ist hier wieder eine andere. Man kann diese Gebärden ja durchaus auch zur Diskussion stellen. Elaine Marmer bemerkt, dass weiße Menschen in den gesellschaftlichen Strukturen und Systemen, in denen sie sich bewegen, in ihrem sozialen Umfeld, im kulturellen Leben oder Bildungsbereich keine einschlägige Diskriminierungserfahrung machen. Daher wandeln sie durch ihr Leben, ohne jegliche Ahnung von ihren Privilegien zu haben, ohne über sie nachdenken zu müssen. Und auch das ist ein Privileg. Schwarze Menschen und People of Color haben diese Privilegien jedoch nicht. Jemand, der weiße Privilegien innehat, genießt Bewegungsfreiheit, kann reisen, global arbeiten oder wohnen, hat Zugang zur Bildung, wird auch nicht auf der Straße angestarrt. Behördengänge sind Nebensache. Umgang mit Polizei und Justiz sind auch kein Problem. Wer weiße Privilegien innehat, wird als Individuum wahrgenommen und nicht auf Merkmale einer von der Norm abweichenden Gruppe reduziert. Und das bedeutet auch, sich nicht von Taten anderer, der eigenen Gruppe zugeordneten Person distanzieren zu müssen. Nun kommen wir zu dem Thema Privilegien. Nachhilfe in Deutschland. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie sich genau weiße Privilegien in Deutschland gestalten, dann müssen Sie wissen, dass jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, vielerlei Privilegien genießt. Die Autorin Noah So betont, dass weiße Deutsche als Individuen gelten und nicht auf Merkmale einer ihnen zugeschriebenen Gruppe reduziert werden. Sie werden weder als Fremde gesehen, noch sehen sie selbst die Notwendigkeit, Abweichungen in Biografie, Nationalität, Ethnizität, Hautfarbe etc. durch Erklärungen zu rechtfertigen und sich zu entschuldigen. Sie können einfach sie selbst sein, Mensch sein und müssen sich darüber gar keine Gedanken machen. Allerdings sind sie diejenigen, die von ihnen abweichende Menschen Gruppenidentität zuschreiben. Sie selbst gelten als normal, ihre Kultur als die eigentlich zivilisierte, während nicht normale und ihre Kultur ins Lächerliche gezogen werden, auch durch Vermarktung und Nachahmung. Während ihrer Sozialisation machen sie keinerlei rassistische Diskriminierungserfahrungen. Sie nehmen sich ganz selbstverständlich als natürliche Bürger ihres Landes wahr, werden weder kontrolliert noch als Fremde stigmatisiert. Sie werden nicht ständig aufgefordert zu erzählen, woher sie denn eigentlich kämen. Ja, so gestalten sich unter anderem weiße Privilegien in Deutschland.
Hier sehen Sie Auszüge aus Noah Sows Buch Deutschland Schwarz-Weiß. Nun kommen wir zu Fallbeispielen in Deutschland, und zwar geht es um rassenspezifische Diskriminierung in der Taubengemeinschaft und es geht um weiße Privilegien, die Fachleute, Dolmetscher, Pädagogen, Berater, hörend oder taub, betreffen. Die Bilder, die Sie in der Präsentation jetzt sehen, gehören zum Video einer BIPOC-Gruppe und ihren weißen Allies zu Rassismus und weißen Privilegien. Ich finde dieses Video hervorragend und bin sehr dankbar für das Engagement dieser Gruppe. Eine schwarze Frau und zwei Männer erzählen, dass sie schon von Kindheit an heftiger Diskriminierung ausgesetzt waren. Mit den Fingern zeigten weiße Taube auf den einen wegen ihrer Hautfarbe. Sie gebärdeten ihn an, benutzten das M-Wort und N-Wort. Der andere erzählt, dass ihm Weiße zu erklären versuchten, wie er denn wohl so anders sei, angeblich wegen seines Aussehens. Einer wurde gesagt, dass der Mord in den USA lediglich ein Einzelfall sei und so etwas in Deutschland nicht vorkäme. Hier in Deutschland wäre es ja so super. Dabei sieht die Realität in Deutschland ganz anders aus. Es gibt sehr wohl Rassismus in der Gesellschaft. Einer wurde gefragt, woher er denn sein Geld habe, ob er denn mit Drogen handle. Das ist ganz schön heftig. Es gibt Gebärden für das Wort Afrika. Diese Gebärden werden von Weißen benutzt, wie diese oder diese. Und diese Gebärden werden von abendländischen Stereotypen abgeleitet, wie Nasenring oder Speertanz. In diesen Gebärden leben also rassistische Stereotypen fort. Und diesen sind schwarze Menschen von Kindheit an stets ausgesetzt. Ihrerseits bitten Sie jetzt darum, die politisch korrekte, also rassismusfreie Gebärde für Afrika zu benutzen, nämlich diese internationale. Wie gesagt, gehört rassismusspezifische Diskriminierung seit jeher von Kindheit an zum alltäglichen Leben schwarzer Menschen. Nun kommen wir zu den Fallbeispielen für weiße Privilegien bei dolmetschenden Fachleuten und tauben Menschen. Zwei Gruppen sind hier klar zu unterscheiden. Auf der einen Seite sind es die BIPOC, die von Kindheit an rassenspezifische Diskriminierung in der Taubengemeinschaft erleben. Auf der anderen Seite gibt es privilegierte Weiße ohne Diskriminierungserfahrung und ohne ein Bewusstsein von den Privilegien, wie ich eben schon erklärt habe. Um die Gruppe geht es mir. Am Beispiel von Dolmetscherinnen, Fachleuten, wie Lehrerinnen oder Beraterinnen und taube Menschen. Weiße Privilegien sind im alltäglichen gesellschaftlichen Leben wirksam. Wer diese ausübt, akzeptiert und genießt diese automatisch, dadurch, dass ihre Hautfarbe der Norm entspricht.
Wenn eine weiße Person Zeuge eines rassistischen Vorfalls wird, kann sie es sich aussuchen, sie zu ignorieren. Das wäre dann die Ausübung ihres weißen Privilegs. Oder sie kann sich entscheiden, zu intervenieren. Sie hat eine Machtposition inne und diese kann sie dafür nutzen, um sich dem rassistischen Handeln anderer entgegenzustellen. Die Wahl, sich rassistischem Handeln zu widersetzen, hat jeder weiße Mensch. Müsste es denn, wenn es doch weiße Privilegien gibt, nicht auch schwarze Privilegien geben? Nein, eben nicht. Das ist ein völlig fehlgeleiteter, sehr problematischer Gedanke. Kulturwissenschaftler haben dargelegt, dass das Konzept aus der kolonialen Praxis entstand und sich mit den europäischen Kolonialmächten in der ganzen Welt ausbreitete. Wir haben ja gesehen, dass 84% der Welt kolonisiert waren. Folglich wurden auch die Normen der Kolonialmächte dort durchgesetzt. Im Postkolonialismus, also nach dem Abzug der Kolonialisten, blieben die Normen jedoch intakt. Noch heute können sich weiße Menschen dort unbehelligt bewegen, weil diese Normen ihre Privilegien sichern. Der Umkehrschluss, es gäbe auch schwarze Privilegien, ist schlichtweg falsch. Es gibt keine kolonialgeschichtliche Grundlage für diese Annahme. Der Begriff weiße Privilegien ist in Deutschland ja erst seit 10 Jahren im Umlauf. Man findet sowohl unter BIPOC als auch unter Weißen immer wieder welche, für die er neu ist. Erst über die Verknüpfung mit der Kolonialgeschichte macht das Konzept weiße Privilegien Sinn. Werfen Sie nun einen Blick auf die Posts zweier Personen. Die erste ist ein BIPOC, die zweite vor dunklem Hintergrund von einer weißen Person. Weder die eine noch die andere Person hat weiße Privilegien als postkoloniales Konzept verinnerlicht. Aus der Perspektive des BIPOC haben die Weißen es besser als sie selbst, da sie keinerlei Diskriminierung ausgesetzt sind. Sie hingegen musste es ertragen. Sie konnte sich aber nicht erklären, woran dieser Unterschied lag, bis sie den Begriff kennenlernte. Die Äußerung rechts ist von einem oder einer tauben Sportlerin. Diese Person konnte mit dem Begriff sehr wenig anfangen und äußert sich darüber auf rassistische Art und Weise, was wiederum von der BIPOC kritisiert wird. Als privilegierte weiße Person hat sie ja die Wahl, sich dazu zu verhalten und reagiert mit Abwehr. Sie sieht den Denkfehler bei dem BIPOC. Dieser Wortwechsel gehört zum aktuellen Diskurs, in dem der Begriff weiße Privilegien in Deutschland Verbreitung findet. Nun kommen wir zu Zusammenhängen zwischen Weißsein und Autismus, Sexismus, Homophobie und Intersektionalität. Der Zusammenhang zu Autismus zeigt sich in der Kritik tauber BIPOC an Weißen, nämlich, dass ihr Aktivismus sich auf die Einforderung von Rechten weißer Personen und der deutschen Gebärdensprache fokussiert. Sie fühlen sich schlichtweg vergessen. Dabei sind BIPOC durch die Sichtbarkeit der kritischen Merkmale erheblich mehr Diskriminierung im Alltag ausgeliefert und stärker von gesellschaftlichem Zugang abgeschnitten als Hörende oder taube Weiße. Auch Sprachdeprivation spielt eine Rolle. Ihr weißes Erscheinungsbild macht es für weiße taube Menschen leichter, Zugang zu erhalten.
Bezüglich des Zusammenspiels weißer Privilegien mit Sexismus ist das Werk der afroamerikanischen Abolitionistin und Frauenrechtlerin mit Namen Sojourner Truth erwähnenswert. Sie kritisiert weiße Mitstreiterinnen, dass sie in ihrem Kampf für Frauenrechte längst nicht alle Frauen berücksichtigen. BIPOC-Frauen zum Beispiel werden nicht berücksichtigt. Weißer Feminismus war westlich geprägt und erkannte damit nicht die Forderungen und Bedürfnisse von BIPOC-Frauen. Und diese forderten mehr Reflexion von Privilegierung, Dominanz und Ethnozentrismus von ihren weißen Mitstreiterinnen. In Deutschland hat sich der schwarze Feminismus in den 1980er und 90er Jahren etabliert. Zum Zusammenhang von Weißsein und Homophobie ist in queeren Zeiten die Verbreitung des Homonationalismus zu beobachten. Das ist ein Nationalismus, der die eigenen nationalen Machtansprüche auch daraus ableitet, dass er für sich beansprucht, die Emanzipation der Homosexuellen realisiert zu haben, auch wenn dies meistens nicht einmal der Fall ist. Im Falle des AfD-Plakats wird unterstellt, dass die Einstellung, Homosexualität sei eine Todsünde, ein Problem muslimischer Einwanderung sei. Zum Zusammenhang zwischen weißen Privilegien und Intersektionalität. Der Begriff der Intersektionalität wurde eingeführt von Kimberly Crenshaw. Analog zum Bild der Straßenkreuzung bezeichnet er die integrative Analyse des Zusammenwirkens unterschiedlicher Formen und Dimensionen von Ungleichheit, von Differenz und von Herrschaft. Es gibt für den Begriff der Intersektionalität zwei Gebärden, nämlich diese oder diese. Hier kann man an den Verschränkungen der einzelnen Finger die unterschiedlichen Diskriminierungsarten abzählen, nämlich bei einer Frau Sexismus, Rassismus, wenn sie schwarz ist, Autismus, wenn sie zudem noch taub ist und so weiter. Und die Bewegung der Gebärde drückt ihr dynamisches Zusammenspiel aus. Nun kommen wir zum Umgang mit weißen Privilegien. Hier sind Tipps, um einander auf Augenhöhe zu begegnen. Zunächst sollte man Weißsein als Ausgangspunkt einer reflexiven Distanz zu sich selbst nehmen. Dazu gehört es, selbst zu wissen, dass man Privilegien innehat und das auch andere wissen zu lassen. Das heißt also, diese Unsichtbarkeit der Privilegien, von der vorhin die Sprache war, nicht einfach hinzunehmen, sondern diese wirklich sichtbar zu machen. Dieses verortete Sprechen bzw. Gebärden sollte sich darüber im Klaren sein, dass Weißsein nicht in der Reflexion weißer Privilegien einfach verschwindet. Auch hier sollte einem klar sein, dass die eigenen Erfahrungen und die eigenen Perspektiven ihre Grenze haben. Universalistische und dominante Analysen sollten vermieden werden. Bei Konfrontation mit eigenem rassistischen Denken und Handeln sollte man offen bleiben für Kritik. Der aktive Widerstand von BIPOC sollte aufmerksam beobachtet werden. Es sollte jedoch nicht mitgemischt werden. Man kann aus dieser beobachtenden Begleitung selbst viel lernen und BIPOC angemessen bei ihrem Kampf unterstützen. Diese Literatur von BIPOC und ihren weißen Allies
zu den Themen Rassismus und weiße Privilegien würde ich empfehlen. Viel Spaß beim Lesen! Auch die folgenden Gebärdenfilme würde ich Ihnen zu beiden Themen ans Herz legen. Nun kommen wir zu den Handlungsempfehlungen für Sie. Ich kann Ihnen folgende konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Hallo, ihr weißen Leute, hört bitte auf zu sagen, ich bin kein Rassist. Es ist nun mal so, dass ihr weiße Haut habt und daher ganz ohne eigenes Zutun weiße Privilegien genießt, die Rassismus ihrerseits reproduzieren. Es gibt sehr gute Bücher und Webseiten über kritische Weißseinsforschung, Kolonialismus und Rassismus. Verlange nicht von BIPOC, dir alles zu erklären. Verlange bitte keine ergebene Dankbarkeit dafür, dass du dich rassismuskritisch fortbilden willst. Bleib nicht stumm, wenn eine Person einen rassistischen Spruch bringt. Versuche bitte, ohne rassistisches Vokabular wie das N-Wort oder negativ konnotierte Gebärden wie die genannten für Afrika auszukommen. Setze dich mit weißen Privilegien auseinander und verleugne nicht dein eigenes Weißsein. Vielen Dank. Und nun folgt eine Literaturliste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.